Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Ich bin's, euer Sly, und es wird Zeit für was Neues. Was heißt Neues? Ich mach's ja eigentlich währenddessen, während ich was Altes mache. Also, auch egal. Es ist etwas rausgekommen. Etwas sehr Nice. Wie der ein oder andere weiß, bin ich großer Portal-Fan. Und das hier gibt es umsonst. Portal Revolution ist eine Community-Mod, die ein paar Leute zusammengeschmissen habe, die wohl unfassbar gut ist und durch die Decke geht. Rezensionen sprengen die Skala von oben nach unten. Dementsprechend nach bin ich ja schon fast dazu verpflichtet, es zu spielen und euch zu zeigen, was es hier Schönes gibt. Das heißt, ihr seht, hier ist noch nichts frei. Noch nicht frei. Wir gehen da einfach rein und schauen uns das an. Oh, ich freue mich sehr drauf. Ich liebe Portal. Sehr gespannt, was da jetzt passieren wird. Jetzt mal 400 FPS. I like it. Mache ich das mit Maus und Tastatur? Glaub ja. Fühle ich gerade. Hä? Okay, meine Kammer wird anscheinend ausgegraben. Das waren 4 Schrauben, die den Raum anheben. Ein Zimmer, Umkleide, Toilette, ich im Bett. Good morning, test subject. You have been in suspension for 72 days. The Aperture Science Computer-Aided Enrichment Center congratulates you on your 36-year sleep anniversary. You have been selected as a potential candidate for our Human Emergency Response Team. Please review the agreement provided on the nearby monitor. Ich muss irgendwas bestätigen. Was sind eigentlich meine Tasten mit Maus und Tastatur? Mausempfindlichkeit, okay, vorwärts, wie heißt, hüpfen Space. Maus 1. Maus 2. Benutzen. Ja. Okay. Boah, das Crosshair. Sehr klein. Naja, vielleicht wird es nachher besser. Komm, lassen wir es erstmal. Das sind wir. Okay, wir sind das Testsubjekt. To be accepted into the Human Emergency Response Team, you will now participate in an advanced difficulty testing track, where your problem-solving skills, athleticism, in response to increasingly hazardous conditions, will be evaluated. Please press the button to accept the terms. Das war sehr schnell. Da steht bestimmt nichts Schlimmes drinne. Na. Thank you for volunteering. Da wird schon nichts Schlimmes drinne. In 3, 2, 1. Machen wir das Ganze doch mal. Aha. Ich mag das immer, wie sie die ganzen Räume aufbauen. Gut, schauen wir uns mal an. Am Flanke, wunderschön. Das sieht doch immer sehr relaxed aus. So. Das finde ich nicht gut. Aber die ersten Rätsel werden erstmal leicht sein, behaupte ich. Test Chamber 0. Nichts? Gar nichts? Okay. Hooray! Ach. Es ist so, ich weiß gar nicht, ob ihr das so nachvollziehen könnt. Für mich so als kleiner Portal-Fanboy, das wieder zu sehen und zu fühlen, die Umgebung, die kleinen Grafiken. Ah, ist schon süß. Holt mich ab. Here we go. So, erste Folge vorbei. Macht's gut, ciao. Nein. Test subjects may experience symptoms of mental defects after long-term chemically induced hibernation.
Ja, vielleicht. Aber der könnte mal ausgeschlafen sein. You will now participate in a brain damage evaluation survey to determine just how damaged your brain is. If you believe your brain is sufficiently operational, press the button in front of you and continue the test. Okay. Ist der Sound okay oder ist es generell zu laut? Das wäre mal eine interessante Sache, die mir einer mitteilen könnte. Weil wenn ich mir meine Ausschläge hier auf mein OBS anschaue, ja, dann behaupte ich, es ist zu laut. Daher die Frage. Chat? Ist gut? Okay. Ja, ich hab... Very good. Please walk through the portal and continue testing. Your self-reported status is more than sufficient for testing. Dead booty. Ich mag das immer noch. Dead Logik. Großartig. Aha. Großartige erste Kammer. Also, ich werde tatsächlich für jede Kammer eine Folge machen. Das fühlt sich jetzt für Kammer 1 ziemlich kacke an. Hallo? Oh, es geht weiter. Okay. Vielleicht doch nicht so kacke, wie ich gedacht habe. Ja, tragen wir ein paar Würfel durch die Gegend. Sprinten kann ich ja nicht. Please be advised that noticeable damage to eyesight is not part of any test protocols, but is an unintended side effect of the Aperture Science Material Emancipation Grill, which in semi-rare cases may emancipate some of the light-sensing rods and cones inside your head. Ich werde gerade im Chat gefragt, kennst du Relkta? Nee, sagt mir nichts. Was ist das? Wieder aufklären. Ich glaube, das soll Schimmeldart sein. Ich bin nicht sicher. Portal Gun. Die bewegt sich jetzt, ne? Yep, nice. Go for it! Was passiert, wenn ich mich in den Weg stelle? Ah! I've been hit, James. I've been hit. Ja. Und nö? Kann ich mir das Ding einfach nehmen? You are now in possession of the Aperture Science handheld portal device. As a candidate for the Human Emergency Response Team, you are expected to adapt to all dangerous situations, and as such, will not be informed about the device's safety hazards. Oh, ich kann nur das machen. Okay. Ja dann. Ist kein schweres Rätsel. Es wurde sich übrigens bei der Aussage getan, das Spiel heißt Relicta. Ist sowas ähnliches wie Portal, nur mit Rätseln. Naja, Portal ist ja schon Rätsel. Naja, nee, kenne ich nicht. Ist gut. Das ist die Frage. Oh, erste Folge vorbei. Guck mal, ganze 9 Minuten. Ja, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Style. Ciao. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Kammer 2. Jetzt muss man dazu sagen,
Die habe ich vorhin schon gemacht. Ich habe das Spiel nochmal neu angefangen, weil ich zu doof war, diese Folge aufzunehmen. Ich weiß, dass diese Folge sehr kurz ist. Will be time to measure puzzle solving and execution speed during extreme wind and weather conditions. Oh, in the rare case that wind and weather conditions appear to be ordinary, please stay idle in the entrance foyer until the desired conditions are met. Und das machen wir jetzt. Wir machen die Kamera ultra schnell, die war davor auch easy as fuck, aber ja, hab dafür auch nochmal knappe 2 Minuten gebraucht. Habe ich mir eben schon gefragt, so, hä? Warum? Why? Das war sehr schnell. And stop! Congratulations, Test Subject Number 1. You have set the world record for this exercise and now officially hold first and last place on the leaderboard. Nice! Und jetzt lassen wir noch Zeit. Eine Minute noch was für Folge 2. Top! Wir sehen uns Kamera 3. Wir fahren natürlich jetzt hoch. So, seht ihr? Hab's. So, damit das nicht wieder passieren kann, speichere ich nochmal schnell. Speichern, sehr schön. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Kamera 3, macht's gut, euer Sly. Ciao. Kamera 3, da bin ich wieder. Ich sage, das sind schnelle Folgen. Die erste Folge 9 Minuten 35, die zweite Folge 1,55. Jeden Tag schmeiße ich eine raus. Okay, what do we have here? Freut man sich auf eine 2-Minuten-Serie-Folge? I don't know. Okay. Würfel, 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 Laser, Laserrezeptor. The next test may contain concentrated amounts of electromagnetic radiation that may be harmful to the retinas of some humans. The Enrichment Center recommends to solve this test with closed eyes, as health insurance will not be provided for this specific exercise. In case the light-sensing rods and cones of your eyes have previously been emancipated by an emancipation grill, feel free to ignore the prior warning. Ah! Was sagen? Something's missing. Zu 1 Wette. Das Ding ist jetzt tödlich. Ne? Nutze ich doch einfach das, was da ist. Ich, können mich doch mal kreuzweise. Ich hab ja Kontakt. If you have not done so already, you are permitted to open your eyes. Open your eyes. Tell me what you see. Oh, die Chamber ist schon vorbei. Oh, 2,50. Die nächste Kammer. Der Sly, der Master-Rätsler. Ich mag Portal sehr. So, ja Leute, nächste Folge. Euer Sly. Haut rein. Ciao. Da ist er wieder.
Mein Gott, der Rätselfox, der ballert eine Minutenfolge nach der anderen raus. Before starting with the next test chamber, we would like to remind you that, so far, no experiment has yet unproven whether or not weighted storage cubes are not incapable of not feeling pain when being emancipated. Sorry, ich habe hier gerade so ein Ding am Mikro gehabt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu doll gedrückt. So, schauen wir uns die nächste Ritzkammer an. Mal schauen, ob wir in 2-3 Minuten hier durch sind. Mhm, Würfel, 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 Laser und Laserrezeptor. Aha, aha, aha. Kammer. Niemand mag euch. Ja, skrupellos, ne? So. Und nu? Wo ist das Rätsel? Ah, kommt mal eins. Okay, ich hatte schon gedacht, da passiert nichts mehr. Ah, okay, die sind gleichzeitig runtergefallen. Das sieht nach einem Würfeltauschexperiment aus. Schauen wir mal. Ich weiß zwar noch nicht, wo das andere ist, aber ich glaube, es ist einfach nur irritierend. Ich glaube, das soll einfach nur irritierend sein. Das ist alles. Ja. Soll einfach nur irritierend sein. Kammer 6? War es schon gerade 5? Mir scheint, ist das nicht das erste Game. Korrekt, Kidsman. Das, der erste Teil ist Portal 1, dann gibt es Portal 2, dann gibt es noch sehr viele, was wie Portal Story Mail und so. Das ist ein Fan-Project. Ist gerade frisch raus. Portal Revolution. Kein offizielles Game, ist ein Community-gemachtes. Aber was durch Steam kostenlos zu spielen ist, könnt ihr alle... Ach, ich meine heute. Ah. Das ist korrekt. Das könnt ihr übrigens für alle, die Interesse an Portal 2, Portal haben, könnt ihr für lau runterladen. Ist ein großartiges Spiel. So, Leute, ich habe keine Ahnung. Ich muss mir nachher meine... Warte mal, ich kann mir das anschauen. 1, 2, 3, 4. Da steht jetzt Testkammer 6. Wann habe ich denn die 4 gemacht? Bei der Aufnahme ist das 4. Vielleicht muss ich die Folge cutten. Falls ja, ich werde jetzt gleich nochmal anmoderieren, falls nicht, ist das doof. Also, ich sag schon mal tschüss und wenn es mit dem anderen Hallo zurückkommt, habe ich nicht geschnitten. Logischerweise. Darum, wir sehen uns in der nächsten Folge. Kammer 6, euer Sly. Ciao. Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin's, euer Sly. Entweder habe ich das jetzt zusammengeschnitten. Mir sagte der Chat, ich habe vorhin beim letzten Aufzug die Aufnahme nicht beendet. Ich habe für die Aufnahme 3 Minuten gebraucht. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Aber das muss ich dann nochmal zurück machen. So, Kammer 6. Jetzt aber. Okay, es ist schon mal dunkel. Und es gibt Wasser. Well done, Candidate. You have successfully solved 5 test chambers. To ensure a high quality of human resources, the following test chambers may include elements of danger. Extra caution is advised. Good luck. Das ist aber sehr nett. Hui! What? Oh, er war auf dem Weg. Wo kann's sagen? Nice. Ich
glaube immer noch, dass ich Scheiße gebaut habe. Aber ich möchte es nicht glauben, weil es bedeutet, dass ich Scheiße gebaut habe. Und hier steht nirgendwo Kammer 7, daher. On behalf of the Enrichment Center, I wish to apologize about the current state of our testing facility. Due to technical difficulties, we are unable to provide an experience of suitable quality at this time. Okay. Also hier steht keine 7, daher. Erstmal draufdrücken und schauen, was passiert. Okay, muss ich das Pferd von hinten aufzäumen? Behaupte ja. Ich wollte gerade sagen, ich brauche doch irgendwie einen Würfel. Scheißbaum kann man, gehört zu nehmen dazu. Ja, mir war ein ganz großer dabei, ja. Okay, cool. Here we go! Neuer Würfel. Ich muss den resetten. Wait a minute. Is that a bomb puzzle? Moment, ich mach hier nochmal den Fehler nochmal. Na. Guck dir mal, brauche ich ein paar Sekunden mehr. Ich muss ein bisschen umständlicher denken. Aber das sind ja noch kleine Rätsel. Die großen Schweren kommen noch. So. Und jetzt müsste ich den hier umlenken können. Guck, zack. Fertig. 5 Minuten. Für 2 Rätsel. Robots don't sleep. They can test and do your job. Okay. Huh. I keep an eye on it. Aha, okay. Mehr Testkammerbeobachtungssachen. Ich finde das immer noch faszinierend. Ich weiß einfach nicht, was das bringen soll nachher.
Ah ja, okay, okay. Da hat man mich hier beobachtet. I see. Okay, ja, ich glaube, wir haben es geschafft. Nice. Guck mal, zarte 6 Minuten. Und die eine Folge, die ich dann irgendwie verwendet habe, habe ich bestimmt bisher jetzt also nochmal neu aufgenommen oder zurechtgeschnitten. Das passt doch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao.